Die britische Arzneimittelaufsicht hat eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Bereits in der kommenden Woche soll der Impfstoff dort erhältlich sein, so die Regierung. Es ist die erste Zulassung für den Impfstoff BNT162b2 weltweit. Deutschland und die EU haben bereits einen Rahmenvertrag über den Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen des Impfstoffs abgeschlossen. Nach Großbritannien sollen 40 Millionen Dosen geliefert werden. Für die EU will die Europäische Arzneimittelagentur ERNA noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung entscheiden. Die technische Herausforderung: Das Serum muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert und transportiert werden. Aber die Hauptherausforderung wird die personelle Besetzung dieses Impfzentrums sein. Das heißt, finden wir ausreichend Ärzte, finden wir ausreichend... Ein Landrat in Nordhessen. Personal, ...das in der Lage ist, diese große Zahl an Impfungen dann auch durchzuführen. Und da brauchen wir noch dringend Unterstützung. Unter anderem China und Russland impfen schon seit einiger Zeit. BioNTech und Pfizer betonen jedoch, dass ihr Impfstoff auf Basis von Daten aus einer großen klinischen Studie mit Zehntausenden Probanden zugelassen wurde.